Ja, wir sind bei der Pressekonferenz, bei der Spielanalyse nach dem heutigen Spiel in der Eishockey-Oberliga zwischen den Stabus Rosenheim und dem EC Peiting. Endstand 3:4. Das Spiel endet also mit dem gleichen Ergebnis wie am vergangenen Freitag. Ganz herzlichen Glückwunsch, Sebastian Buchwieser, Trainer aus Peiting, zu diesem erneuten dreifachen Punkterfolg. Darf natürlich auch Manuel Kofler, Stabus Coach, ganz herzlich begrüßen hier zur Pressekonferenz. Natürlich auch die Zuschauer, die jetzt bei Straight TV noch live dabei sind oder hier im VIP-Raum oder im Stadion die Pressekonferenz noch verfolgen. Wir schauen noch auf die anderen Spiele, die heute stattgefunden haben, die heute stattfinden. Da ist ja überall erst ja ein bisschen mehr als das erste Spiel. Sonthofen gegen Lindau, da steht es 1:1. Regensburg-Waldkraiburg 5:2. Landshut gegen Selb 5:1. Memmingen gegen Rissersee 1:0. Und Höchstadt gegen Weiden 1:2. 2670 Zuschauer waren heute hier im Stadion, sind Zeuge dieser Begegnung, dieses Spitzenspiels des Stabus Rosenheim gegen den EC Peiting geworden. 3:4. Glückwunsch an den Spitzenreiter Sebastian. Glückwunsch zum Erfolg und natürlich auch zu dieser tollen Tabellenposition. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, guten Abend. Ich denke, die Zuschauer haben das erwartete Spitzenspiel zu sehen bekommen. Es war viel Tempo drin. Wir haben Rosenheim so erwartet, wie sie am Anfang gestartet sind, eben mit sehr viel Tempo und haben auch gut Druck gemacht. Und es war dann schon für uns ein großer Vorteil, dass wir eben im ersten Drittel danach nach dem Konter die das 1:0 schießen haben können. Und das zweite Drittel ist ähnlich losgegangen. Da hat es dann einmal gar nicht gut hergeschaut für uns. Da hat Rosenheim das Momentum gehabt. Aber haben wir dann ziemlich bald den Ausgleich schießen können. Das 2:2 war wirklich enorm wichtig. Ja, und im letzten Drittel können wir dann mit der vermeintlich beruhigenden 4:2-Führung in die Schlussphase des Spiels gehen. Und haben eigentlich wenig Torschancen zulassen. Aber waren dann zu viele Strafzeiten. Dann kommt so eine Spitzenmannschaft wie Rosenheim eine ist nochmal ran und dann ist wirklich nochmal spannend geworden und ich denke, die Zuschauer haben alles zu sehen bekommen. Ausschlaggebend, denke ich, für unseren Sieg war halt einmal mehr unsere dritte Reihe, die eben durch die Neuzugänge entscheidende Aufwertung gekriegt hat. Die war in den vergangenen Jahren, hat ja immer gut gespielt, aber war zu wenig torgefährlich und mittlerweile kann auch unsere dritte Reihe Tore schießen und ist mit dem Brown defensiv wirklich eine Bank und deswegen war das heute wieder von allen drei Reihen hervorragende Arbeit. Und natürlich auch muss man heute halt unseren Torwart hervorheben, der dann schon zum Schluss in den Unterzahlsituationen und in den letzten Minuten ein Turm in der Schlacht war. Jetzt hast du den Torwart. Muss ich das Mikro nehmen, das hat einen Geist aufgegeben. Jetzt hast du den Torwart angesprochen, namentlich und die dritte Reihe, aber natürlich muss man auch den Thomas Heger ansprechen. Der hat heute 2 Tore geschossen, der hat am Freitag 2 Tore geschossen. Also der springt so jetzt, der blüht so richtig auf, der springt so richtig in die Bresche jetzt. Und ja, kann man sagen, 2 richtige Highlights hat er geliefert in diesen beiden Spielen. Also der Thomas Heger spielt in der dritten Reihe, also der wurde praktisch schon erwähnt. Namentlich Spieler erwähnen wir nie, es ist, oder nie, ich habe es vorhin eigentlich gemacht. Es ist selten, dass wir namentlich Spieler erwähnen, also es ist nicht nur der eine Spieler in der dritten Reihe, sondern es ist die ganze Reihe, der Fünferblock, der wirklich sehr gute Arbeit leistet, aber die anderen Reihen auch schon die ganze Saison über, nur jetzt in solchen Spielen brauchst du eben 3 Reihen, die gute Arbeit leisten und da sind wir jetzt sehr froh darüber, dass es zurzeit so gut funktioniert. Wie gesagt, wir haben in der Saison auch schon andere Tage erlebt. Ihr habt jetzt 2-mal gegen Rosenheim hintereinander gewonnen mit einem Torunterschied. Die ersten beiden Spiele sind nach Rosenheim gegangen, auch mit einem Torunterschied. Also richtig enge Spiele. Kann man sagen, das sind 2 Mannschaften einfach, die sind so auf Augenhöhe, die haben so ungefähr das gleiche Niveau? Ja, man soll es nicht immer an die Ergebnisse festmachen. Die Leistungen der Mannschaften sind ja hoch. Ob es Augenhöhe ist, das wird es im Laufe der Saison noch zeigen. Da ist es schon zu früh, noch Endfazit zu ziehen. Aber die Spiele waren jetzt knapp, aber das entscheidet am Ende die Tagesform. Und ja, waren jetzt knapp und wir sehen uns ja nochmal. Okay, danke Sebastian. Manuel Kofler, ja, das 3:4 gleiche Ergebnis wie am Freitag, natürlich aus Rosenheimer Sicht nicht zufriedenstellend vom Ergebnis her. Es waren aber andere Spielverläufe und ich glaube, es muss auch das Fazit ein bisschen anders ausfallen, wenn man die beiden Spiele vergleicht. Ja, grüß Gott miteinander und gratuliere an Sebastian zu den Punkten. Naja, das Fazit fällt eigentlich relativ ähnlich aus. Ich bin ja genauso verwundert drüber, enttäuscht drüber, dass wir das Spiel wieder mit einem Torunterschied verloren haben. Wir haben eigentlich 30, 35 Minuten war das ordentlich, was wir gespielt haben. Und dann haben wir wieder
im letzten Drittel eigentlich einen Faden verloren, wenn wir da noch das Überzahltor geschossen haben, aber das ist einfach zu wenig, dass man da bloß ein Tor schießt gegen so eine Mannschaft. Und die Gegentore, wo wir gekriegt haben, die gingen natürlich nicht. Das sind ja drei individuelle Fehler, die so nicht passieren dürfen. Sie sind leider passiert. Wir werden uns morgen zusammenhocken und ein paar Sachen durchratschen. Nochmal, ich meine, kann nicht sein, dass wir jedes Spiel mit einem Tor Unterschied verlieren. Ja, Enttäuschung ist groß natürlich. Das Gute ist, in 3 Tagen geht es weiter. Aber diese ganzen Phrasen, wo man eben raushaut, immer weiter, immer positiv. Jetzt muss was passieren, definitiv. Und ja, wir bereiten uns ab übermorgen vor und dann schauen wir weiter. Wenn man den Spieler da anschaut, die letzten 3 Gegentore, ja, also 2 davon kann man sagen, waren eigentlich aufgelegt und eins der, ja, ist eins, das reinrutscht, was normalerweise nicht reinrutscht, um es mal ganz allgemein zu formulieren. Hat die Mannschaft so ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage, wenn man dann immer sieht im letzten Drittel, dass sie sich irgendwie nicht mehr so richtig aufraffen kann, auch wenn sie es will? Ja, wir reden über viel über Selbstvertrauen, dass viele Spieler im Moment kein Selbstvertrauen haben. Aber im Endeffekt kann ich das halt auch einfach jetzt nicht mehr gelten lassen, weil wir haben darum, dass wir Eishockey-Spiele gewinnen. Für das spielt jeder bei uns, dass er da jedes Spiel sein Bestes gibt. Und das ist natürlich ein schmaler Grat, weil wir sind 100% davon überzeugt, dass die alle ein Bestes geben. Aber manchmal ist es halt einfach nicht clever genug und dann passieren halt solche Sachen. Also die Tore dürfen einfach so nicht passieren. Das war in Peiting waren es auch 3 Stück. Wenn die nicht passieren, dann schaut es natürlich anders aus. Wobei natürlich wieder beide Seiten eine Vielzahl von Chancen gehabt haben. Wir haben das erste und zweite Drittel ein positives Schussverhältnis wieder gehabt. Im letzten weiß ich es nicht, habe ich jetzt nicht geschaut. Und ja, das weiter, immer weiter, weil das einfach der Sport ist. Die Mannschaften sind eng beieinander und wir sind hundertprozentig davon überzeugt, dass wir uns da wieder rausziehen und dass wir dann natürlich wieder Spiele gewinnen. Okay, danke Manuel. Gibt es Fragen von Seiten der Presse an die beiden Trainer? Kommst du her, dann gebe ich dir das Mikro, dann kannst du es gleich stellen, das hört jeder mit. Sebastian, mir als Kommentator im Radio gehen momentan ein bisschen die Superlative aus für deine Mannschaft. Überragende geschlossene Mannschaftsleistung, aber ich stelle mir die Frage, woher nimmt die Mannschaft die Kraft? Nicht nur körperlich, sondern auch mental, weil ich habe immer das Gefühl, ihr könnt noch ein bisschen zulegen, wenn es notwendig ist. Oder sehe ich das falsch? Ja, ich bin jetzt kein Freund von Superlativen. Also ich weiß ja noch, dass letztes Jahr in die andere Richtung dann einmal Offenbarungseid und was wir da abgeliefert haben. Also ich finde immer, wenn man schlecht spielt, sollte man einfach auf der Höhe bleiben und wenn man gut spielt, sollte man auch nicht zu abheben. Es ist halt mal so im Sport, wir hätten ein Spiel oder beide Spiele genauso verlieren können. Es war jetzt ein Torunterschied. Also in Superlativen schwelgt man noch nicht. Wir machen nur genug Fehler, wir sind gut drauf. Die Mannschaft ist hungrig, die sieht, dass heuer was geht, dass wir wirklich eine gute Mannschaft zusammengebracht haben im Peiting. Es ist ja nicht alltäglich. Aber wir flippen jetzt nicht nach oben hier aus, genauso wenig wie wir als Trainer nach unten hier ausflippen dürfen. Das können die Fans machen oder Radiomoderatoren, aber wie gesagt, Superlative gibt es eigentlich bei uns nicht. Okay, gibt es weitere Fragen? Kopfschütteln? Okay. Ja, das war das letzte Spiel für beide Mannschaften in diesem Jahr. Bleibt natürlich erstmal euch beiden persönlich und natürlich auch eure Mannschaften, allen Zuschauern hier bei Spray TV, allen Beteiligten der beiden Vereine, allen Eishockey-Fans einen guten Rutsch zu wünschen, ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2019. Du hast angesprochen, die Stables und die Peitinger werden sich im Rahmen der Meisterrunde noch zweimal gegenüberstehen. Den Spielplan erwarten wir dieser Tage. Jetzt gibt es noch 3 Spieltage. In dieser Hauptrunde, der führt die Stables jetzt zweimal in die Fremde. Am kommenden Mittwoch ist das Auswärtsspiel um 20 Uhr beim SC Rissersee. Auch dieses Spiel wird live bei Spray TV übertragen. Und das Gleiche ist nicht der Fall beim nächsten Auswärtsspiel. Das ist am kommenden Freitag um 20 Uhr Sonthofen. Spray TV Übertragung natürlich wieder beim nächsten Heimspiel. Das ist heute in einer Woche, nächsten Sonntag, 17 Uhr hier gegen den ECDC Memmingen. Und dann schauen wir, wie es danach weitergeht. Euch eine gute Heimfahrt. Jetzt erstmal einen Tag Eishockey frei vielleicht feiern. Ich weiß nicht, ob ihr trainiert morgen oder. Das müssen wir mal schauen. Also ich glaube, die Mannschaft hat sich was erarbeitet, aber die Entscheidung fällst du. Auf jeden Fall erstmal schönen Feiertag und dann geht's weiter am kommenden Mittwoch. Danke, Servus.